Nö, das brauchen wir nicht. Hier ist Iridium. Iridium nehmen wir immer mit. Wollen wir mitnehmen. Und Feuerschrot. Feuerschrot können wir eigentlich mal testen. Nehmen wir mal für das Ding. Das ist immer, wenn man schließlich auflädt. Säure. Ich habe wieder zwei solche komischen Panzer. Hier sind das hier unkaputtbare Editionen. Na komm, geht kaputt. So. Sieht mir schön aus. Ui. Ui, Schnellfeuer-Säureschrotflinte. Ja, aber es gibt ein Problem. Wir Wir hätten müssen vielleicht vorher gucken müssen, was da noch liegt. abschalten, damit sich Amber durch die verdammten Sicherheitstüren schneiden kann. Und dafür müssen wir einen einzigartigen Sicherheitsscanner passieren, der sich nur für Handsome Jack selbst öffnet. Für Schritt 4 kommt also Tim ins Spiel. Timothy geht als Jack durch. Aber wir brauchen einen von Jacks maßgeschneiderten Anzügen. Glücklicherweise habe ich einen in meiner Werkstatt versteckt. Dann suchen wir mal den Anzug. Hey, wer zum Teufel bist du? Das ist unser Revier. Ja, wir sind die am besten aussehenden Banditen auf dieser ganzen verdammten Station. Ui. Genau, zieh lieber Leine, wenn du das nicht den der Handsome Brothers spüren willst. Ja, wir sind die... Moment. Die Handsome Brothers? So sollen wir jetzt heißen? Ich find das gut. Egal. Wir klären das, nachdem wir dieses Arschloch hier getötet haben. Wow. Warte auf deiner Höhe ist irgendwas Dickes. Ja, du bist gerade voll im Feuer. Nein, könntest du kriegen. Keine Sorge, dass du ihn beschädigst. Ich habe den Anzug so entworfen, dass er gegen alle Körperflüssigkeiten resistent ist. Das war Jack sehr wichtig. Da ist der! Ja, das ist eine gute Idee. Ich töte! Du stirbst! So! Boah, ich habe mich gerade selber damit verstrahlt. Level ab. Okay. Auch noch ein Stück. Das war's für dich. Ich rück aus! Ja, ich soll in Deckung gehen. Au, kannst du mir mal helfen? Ich steh direkt neben dir. Schnapp dir deine Ausrüstung und dann los. Kommt schon, Schlappschwänze. Sagt Lebewohl. Boah, ist stark. Au, nee. Wo bist du? Direkt hinter dir. Ich stehe direkt hier. Ich hab alles im Griff. So, und wiederbeleben.
Hallo, Mitchell. Diese kleinen Dinger, die triffst du immer halb. No. Ich frage mich immer noch, warum diese Pistole so stark ist, im Gegensatz zu den anderen Waffen. Selbst die anderen Feuerwaffen, die ist ja ultra stark. Die hat wahrscheinlich irgendwas Bonus gegen Haut oder sowas. Ja, nee, auch der Schaden, den das Ding allein schon macht, ist. Ja. Das liegt mir so schönes rum. Also der Anzug, aber erstmal gucken wir hier rum, was wir so finden, bevor wir den Anzug aufheben. Ja. Falls wir irgendwas Cooles haben. Das ist zum Beispiel ein neues starkes Schild. Aber das hat nur Schild und nichts anderes. Und mein aktuelles. Ja, hat Immunität und alles Mögliche. Also die 20 Schild mehr brauche ich dann auch nicht. Das wäre dann Käse. Zumal, wenn du, sobald du einen Schockgegner dabei hast, ist Schild eh relativ sinnlos. Ja. Ich verliere hier drin den Verstand! Ich verliere hier drin den Verstand! Oh, Waffenkiste. Was Gold ist was? Ui! 3286 mal 2. Ab Level 49. Äußerst effizient gegen Rüstung. Das nehme ich doch mal mit. Und hier oben ist noch irgendwas zum Aufsammeln. Pistole da drin. Okay. Aber verbraucht. Na gut, weil du schon 49 bist. Ich bin 48, hab eine 49er drin. Oh, dahinter ist alles voll Gegner. Ich glaube, da müssen wir nicht hin. Hier waren wir schon mal im Feuer im Spielverlauf. So, dann heben wir mal den Anzug auf. Also lass mich nochmal ins Skip. Ja, ja. Hier liegt noch was. Das haben wir alles. Bisschen was looten. Oh, hier vorne ist noch eine Tür. Kann man die aufmachen? Sieht so hell aus. VIP. VIP-Raum ist vorne noch einer. Hier wurde wohl mal gepokert. Gut, dann nehme ich. Mitnehmen. Oder Michael? Warte gleich, ich will nur mal kurz gucken, hier liegt noch eine Waffe mitnehmen. So, kannst. Ach, wir sind jetzt wieder hier. So kann man natürlich auch Levels schnell gestalten. Hm. So, und was passiert jetzt? Ach, du bist noch am Automaten. Hm. Verkaufe, ich mache gerade ein bisschen Platz. Zeug abbrennen? Dann wäre es mir ein Vergnügen. Ihr Wort, dass Trash Lantis seine Autonomie unter ihrer Leitung behalten wird. Oh, Moxie hat keinen Ton. Bei mir hat Moxie Ton. Bei mir nicht. Hast du irgendwas für Freddy? Jetzt ist natürlich jetzt ungünstig, aber egal. Mhm. Also die gibt gerade jeden eine Rolle. Also ja, Blondie wird Chef der Konstruktion, Trash Lantis darf dann selbstständig bleiben und darf auch weiterhin auf alle Hygieneregeln verzichten. Okay. Und was kriegt Timothy? Ja, der darf dahin, wo er gerne hin möchte. Er meinte nur, er würde gerne weg von hier und er kriegt ein Schiff. Und was kriegen wir? Weißt du, was geil wäre? In Borderlands 4, so könnten sie die geile Handsome-Story nochmal aufgreifen. Wenn der auf den Spuren seines Bruders unterwegs ist und doch irgendwie wieder böse wird oder so. Weil ich konnte halt mit den Hauptprotagonisten hier absolut nichts anfangen. Die zwei waren mir sowas von unsympathisch. Ja. Hm. In Ordnung, ja, Schnute. Bringen wir dich in diesen Kern und schalten wir die Geschütze ab. Anhand der Pläne sieht es so aus, als müsstest du dich in Richtung der U-Bahn begeben. Es gibt einen Hochsicherheitstrakt in diesem Bereich.
Wird schwer sein, durchzubrechen. Aber ich weiß, dass ich diese Sache in deine fähigen Hände legen kann. Danke, du kriegst dich hier maximale Gesundheit. Plan in Bewegung gesetzt. Bald wird das Casino brennen. Wie sehe ich aus? Antworte nicht. Freddy weiß, dass Freddy gut aussieht. Ach, guck mal, hier kann man auch Leute jagen. Untersuchen, oder was ist? Wer weiß. Ja, aber ich würde jetzt erstmal die Dings zu Ende machen. Willst oder? Du ein Geheimnis ja. Ich habe mir nie was aus Brezeln gemacht. Ich mag sie nicht. Wie kommt der jetzt auf Brezeln? Weiß es nicht. Aber andere Frage: Welcher Mensch mag keine Brezeln? Das verstehe ich auch nicht. Eine schöne Brezel. Oh, kennst du die auf Yama und so, wenn es manchmal diese mit Käse überbackenen XXL-Brezeln war? Oh, hast du was gemacht? Nein. Dazu habe ich Folgendes gemacht. Nein, Handy, du hast dazu. Oh, hm. Handy gibt mir gerade ein Brezelrezept. Das wäre doch was für ein Kochvideo, Michael. Wir machen ja. Ah, nee, aber das ist richtig aufwendig. Aufwendig, wegen du musst dir halt in Lake einweichen. Also es ist jetzt nicht aufwendig, nicht so aufwendig, aber es braucht halt schon jetzt ein bisschen. Jetzt mach dein Ding, Zuckerschnute. Und dann laufen wir mal los. Räum das Gebiet für Timothy frei und er wird im Handumdrehen bei dir sein. Das bist du vorgerannt hier. Nee, hä? Wie weit entfernt bist du schon? Ach, ich bin irgendwie zu dem Dings teleportiert, aber du nicht. Ja, Hilfe! Ich trigger gerade irgendwie ganz das ganze Casino. Ja, dann komm hergelaufen. Bin schon dabei. Ich wollte gerade sagen, hey, wie kannst du schon so weit weg sein? Ja, dann hat das mit dem Schnellreisen doch geklappt. Ne, du kannst, ja, du kannst intern schnell reisen. Unabhängig von den anderen. Okay. So. Da. Warum hast du es versucht? Wir haben die alle schon auf einen Haufen stehen, das sind natürlich Säuregranaten und so, das ist richtig geil. Wow. Wo bist du? Ach ja, du stehst doch mitten im Gefecht. Ja, du wohl nicht. Au! Ich bin vorgerutscht und bin auf einmal an der Kante gelandet. Ich kriege dich doch, oder? Oh, lad nach! Willst du sterben? Halte still! Achtung! Weg da, weg da, weg da, weg da! Ja, ja, ich sehe es. Da ist Timothy. Aufmachen, Sachen aufmachen. Ups. Was liegt denn hier Schönes? Naja, zwei Grau machen. Au, 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 au. Oh Gott. Der macht ja ein bisschen Schaden. Okay, ich muss Jack sein. Hey, Kiddo. Gib mir eine Sekunde. Wow. Du da! Du lässt es hier nach Armut riechen. Wenn du mir kein Sandwich besorgst, verfüttere ich deine Organe an verhungernde Welpen. Ja, so geht das. Arsch. Dann mal los. Die nächste Runde geht auf mich. Bitte bestätigen Sie Ihre Identität. Hallo Püppchen, Jack hier. Ich hab's eilig. Du musst mich... Scanne biometrische Daten. Ja, das ist eine scheißpotente Qualitätsdoppelhelix. Ich bin gut aussehen bis in jede Zelle, Baby. Es klingt wie Jack. Bestätigt. Scanne Gesichtszüge. Sicher, Püppchen. Schau dir in aller Ruhe dieses hübsche Gesicht an. Bestätigt. Scanne persönlichen Stil. Ja, absolut. Schon mal. Bestätigt. Identität bestätigt. Siehst gut aus, Jack. Ja, als ob ich das nicht wüsste, oder? Alles klar, Schnuckelchen, zack, 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 beweg die Zahnstocherbeine. Ah, tut mir leid. Weißt du, irgendwie habe ich mich ein wenig in der Rolle verloren. Ich bin wirklich aufgeregt, dass ich aus diesem Casino rauskomme. Wie auch immer, gehen wir.